Süchen, das weg. Chat wieder in Vordergrund. Weiter geht's. Da wollten wir doch mal lunsen. Müssen Sie sich so laut beschweren, Herr? Hier könnten überall skrupellose Piraten oder hungrige Tiere sein, die uns hören und uns riechen. Es freut mich zu sehen, dass ihr zwei uns immer noch helft. Wir können jeden Verbündeten gebrauchen. Tiron und Lana meinten, es gäbe einen Plan. Sie meinen, wir müssen diesmal nicht einfach drauf losstürmen? Wir bleiben auf dem Schiff? Oh, danke. Herr, danke. Oh ja, bitte sorgen Sie dafür, dass allen klar ist, dass die Rotrümpfe hinter dieser Aktion stecken. Wir müssen schließlich den Schein wahren. Also gut, fangen wir an. Na dann. Wohin? Da lang. Wie stark bist denn du? So schnell stirbt niemand. Besser. Ha. Stimmt, ich muss wieder Credits sammeln. Da war ja was. Hier gibt's eine Höhle? Lol, rein da. Aha, wo komme ich hier hin? Ah, nee, noch nicht. Ich muss dem Weg folgen. Also hier lang. Ja, nö, lasst mich mal bitte in Ruhe. Nö, nö, nö. Hier sind die riesen Chicken Wings. Kann ich das nicht? Ich kann das, genau. Hi und tschüss. Was? Einzelner Pirat. Okay. Ein
Nee, es war nichts zum Anklicken. Da ist was zum Anklicken. Oh Leute, ich kann... Nö, es hat das letzte Mal schief funktioniert. Du machst das schon. Vorsicht! Stimmt, ich sollte den Loot einsammeln. Gab's hier? Da gab's kein Loot, okay. Ihre Piratenflaggen, wo denn? Zu finden. Er könnte nützliche Informationen haben. Hä, wo soll ich denn die machen? Wer weiß, ist eh nur Bonus. Loot? Kein Loot, schade. Fegen von mir lang. Ja. Alter, aber warum leckt denn das gerade so bei mir? Ist das im Stream genauso schlimm? Sagt die Vorschau. Ja, das ist genauso schlimm. Okay. Warum auch immer. Ich habe keine ausgelassenen Frames. Dürfte rein theoretisch gar nicht sein. Es ist wie in einem Kriegsgebiet, Commodore. Wir werden alles verlieren, wenn wir das Sklavenlager nicht sofort evakuieren. Wir ziehen uns nicht zurück, nur weil irgendwelche Emporkömmlinge der Meinung sind, es mit uns aufnehmen zu können. Was ist das für ein Fettkopf? Reißt euch am Riemen. Seid ein Nova Blade. Und schaltet alle aus, die uns Ärger machen. Aber
Kommodore Margok. Richtet dem Kommodore und den anderen von Nova Blade aus, dass die Rotrümpfe jetzt das Sagen haben. Ich habe Geschichten über euch gehört. Ihr habt Goro erledigt und diesem Wiesel Sücken einen Mordschrecken verpasst. Ich habe ein Dutzend Konkurrenten erledigt, um diesen Posten zu bekommen. Glaubt nicht, dass ich Angst vor euch habe. Keine Sorge. Wow, den kennen wir auch schon. Der mit dem scheiß 60 Schaden, ja. Ah, das hast du jetzt davon. Gibst mir nicht mal Loot, ey. Ich hatte gehofft, dass sie den übernehmen. Da hat's Bums gemacht. Süchen. Jetzt da runter. Gab's hier oben noch irgend... Wow, da gab's nichts mehr. Boah, ich komme hier lang. Schön, schön. Aber wo ist das mit den Flaggen? Das verstehe ich immer noch nicht. Ich bin zu doof oder zu blind, das zu sehen? Wer weiß. Wer weiß. Theron, könnt ihr mich hören? Das Versorgungslager wurde zerstört. Gute Arbeit. Ich schätze, dass ein weiterer Angriff auf Nova Blade-Eigentum für unsere Piratenfeder ausreichen sollte, um unser wahres Ziel zu verbergen. Ein Nova Blade-Mitglied hat ein Sklavenlager erwähnt. Wisst ihr etwas darüber? Ja, erinnert ihr euch noch, wie ich sagte, dass Nova Blade hier mehr oder weniger alles im Griff hat? Meistens sind sie ziemlich entspannt. Aber wenn man ihnen die Stirn bietet oder seine Gebühr nicht bezahlt, um hier zu leben, dann wird man abgeholt und ins Sklavenlager gebracht. Die Sklaven stellen einen erheblichen Teil des Nova Blade-Einkommens dar. Sowohl durch die Arbeit in gefährlichen Minen, als auch als Ware für Sklavenhändler von anderen Planeten. Unseren Informationen zufolge werden die Sklaven auf einer abgelegenen Insel festgehalten und schwer bewacht. Glaubt ihr, ihr könnt sie befreien? Ihr seid wirklich nicht wie andere Sith, oder? Ich bin eine Frau, die ihren eigenen Weg geht. Da wir die genaue Lage der Insel nicht kennen, könntet ihr versuchen, euch in einem der Frachtcontainer zu verstecken, die Nova Blade dorthin transportiert. Seid ihr erstmal im Sklavenlager, habt ihr das Überraschungsmoment auf eurer Seite, könnt die Sicherheit ausschalten und so viele wie möglich befreien. Das ist doch Alltag für einen edlen Jedi, oder nicht? Naja, wenn du mir dabei hilfst, Baby... Dann kriegt man das schon gebacken, würde ich sagen. Habe ich mir jetzt eigentlich die ganze Zeit immer das von der richtigen Sorte genommen? Züchtiger? Nee, habe ich natürlich nicht. Züchtiger. Die sind natürlich von was anderem. Toll. Ach man. Muss ich jetzt ernsthaft mich hier drinnen verstecken? Lol. Okay. Boah, das sieht ja nicht mal gar nicht schön aus, nee. Nee, das Raumschiff ist hässlich. Ja.
Das ist nicht schön. Wo sind wir jetzt? Hier waren wir überhaupt noch gar nicht. Interessant. Und das? Rishi Sandkrabbe. Ach, nee, lass mal. Jeder Tag, an dem wir das Imperium bekämpft haben, war ein Tag, an dem wir diesen Abschaum von Sklavenhaltern hätten stoppen können. Noch eine Sache, gegen die man die Sith hassen kann. Man muss die Sith nicht hassen, man kann sie auch lieben, wenn es weibliche sind. Aber ich habe tatsächlich noch kein Datacron gefunden. Den Loot kannst du mir geben. Wie viel Money habe ich? Oh. Jetzt muss ich natürlich warten. Befreie die Sklaven. Warte mal, hier hinten kann ich eins aktivieren. Ihr kommt von dieser Insel runter. Ich, danke. Wir verstecken uns in einem... Zwei. Ihr seid in Ordnung. Und ich danke dir, Kintoru Harlon, dass du die für mich schon mal so weit beseitigt hast. Finde ich echt cool. Hallo? Was passiert eigentlich, wenn ich mich hier reinstelle und das zugeht? Na, ich will jetzt nicht herausfinden. Das will wohl gar nicht mehr. Dann machen wir das hier auf. Wow, jetzt ist es... Ach, leck mich doch. Jetzt ist es zu, ey. Danke. Ihr seid in Ordnung. Alter, warum hältst du so viel aus? Hör mal auf! Alter, hör mal auf, so viel auszuhalten, das ist ja nicht mehr normal. Ich komm da nicht so einfach hoch. Hey. Jakaro, ich habe Fracht für dich. Hier C2D4.
Wir haben ihre Koordinaten und sind auf dem Weg. Was ist das für einer? Der sieht ja voll aus wie ein Sith. Ich schiffe nun schon seit 2 Jahren jeden Tag Exonium für Nova Blade. Das alles, weil ich ihnen mickrige 3000 schulde. Und ich bin nicht der Einzige. Eure Schulden sind gerade das geringste Problem von Nova Blade. Das glaube ich gern. Selbst an diesem Ort hört man so manche Dinge. Über eure Bande und wie ihr Nova Blade das Leben schwer macht. Wir wollen dazugehören. Ihr wollt für mich arbeiten? Hey, wir haben so einiges drauf. Ich sag euch was. Sprecht mit einem meiner Freunde in der Räuberbucht. Harlow Riggs. Kontaktiert Riggs von Zeit zu Zeit und sagt ihm, was wir für euch tun sollen. Und wir tun es. Ganz einfach. Wenn ihr Margok erwischt, dann verpasst ihm eine von mir, okay? Jo, mach mal. Sag mal, das ist doch das Raumschiff aus KOTOR 1 und 2, wenn mich nicht alles täuscht jetzt. Das ist doch 1 zu 1 das gleiche, oder täusche ich mich da jetzt? Ich würde trotzdem gerne wissen, ob es hier irgendwo noch ein Datacron gibt. Das sieht hier halt ganz danach aus, dass man hier irgendwie nach oben kann. Oha. Oha. Nein. Ach komm, leck mich fett. Lass mich in Ruhe. Nice. Wir könnten ja mal die faulen Säcke hier was machen lassen, würde ich sagen. Plündern. Ist immer noch dritten Grades, okay. Ich bin bald zurück. Wie ihr wünscht. Der Doc, kann der auch? Alles klar, Boss. Ach, schade, geht nicht mehr. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich würde gern den Rest da hinten noch aufdecken. Das nächste Mal vielleicht. Hör mal auf, ich schmeck nicht. Hier, Martina, kümmere dich mal, da kommt gleich ein Viech an. Ja. Da lang. Da konntest du dann bestimmt wieder irgendwo da oben versteckt. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Und das? Hä? Okay. Komme ich hier? Moment mal.
auf. Bleib doch mal oben. Hallo, bleibst du mit mir jetzt aber hier? Alter. Nice. Nein, ach komm, leg mich. Warte mal auf, geh da hoch. Scheiße. Ach ja, ach ja, ach ja, wo muss ich denn jetzt hin? Da oben. Genau da oben wird es definitiv ein Datacron geben. Das sieht halt ganz danach aus. Aber... ich muss erst mal gucken, wie man da hochkommt. Ja, danke. Mann. Irgendwie muss man da hochkommen können. Ah. Nein! Ach komm, leck mich! Wow! Wieso komme ich bei diesem Hologramm nicht weiter? Jetzt! Scheiße! Okay, da kommt man also nicht hoch. Schade. Da oben genauso. Also irgendwie muss man ja da hochkommen können. Die Frage ist gerade nur wie. Aber wir gehen erst einmal hier hin. Hä? Ach, hier hinten. Okay. Ich habe die Sklaven von der Insel geschafft. Haben wir schon gehört. Eure Raubzüge sprechen sich schnell herum. Sogar die Revaniter haben schon von den berüchtigten Rotrümpfen gehört. Wir haben gerade diese Übertragung aus dem Nova Blade Hauptquartier abgefangen. Das ist lächerlich. Wie soll ich denn bitte unseren Teil der Abmachung einhalten, wenn ihr uns bei Problemen keine Unterstützung gebt? Dann sollten wir uns vielleicht andere Verbündete suchen. Ich bin sicher, auf diesem Planeten gibt es Banden, die in der Lage sind, sich selbst um ihre Probleme zu kümmern. Hey, wir haben unseren Teil geleistet. Wir sollten Frachtrouten überfallen. Das haben wir getan. Wir sollten versprengte Einheiten aus den großen Schlachten herauspicken. Und auch das haben wir getan. Und dank eurer Unfähigkeit haben wir unsere mandalorianischen Verbündeten verloren. Die Flamme und ihre altersschwachen Mitstreiter? Ohne die sind wir sowieso besser dran. Und ich bin langsam davon überzeugt, dass wir ohne euch besser dran wären. Kümmert euch selbst um eure Probleme, wenn ihr mir das Gegenteil beweisen wollt.
Wir haben Revan und seine Anhänger getäuscht. Jetzt müssen wir rasch handeln. Wenn sie sich von Nova Blade lossagen, könnten wichtige Informationen für uns verloren gehen. Das stimmt. Wir müssen unbedingt schnell sein. Die Nova Blade-Einheiten sind außerhalb eines alten, abgestürzten Kriegsschiffs, der Aggressor, stationiert. Ihr habt es wahrscheinlich schon aus der Ferne gesehen. Ihr müsst sie hart treffen. Es muss so aussehen, als wollten wir sie komplett vernichten, damit niemand bemerkt, dass wir in ihren Computern nach Daten suchen. Jacaro tankt gerade sein Schiff auf. Wenn ihr euch der Aggressor nähert, könnt ihr ihn mit dem Zielmarkierer um Hilfe rufen. So wie zuvor. Ich kontaktiere euch, sobald ich die Aggressor erreiche. Und dann bekommen wir endlich die Antworten, die wir brauchen. Möge die Macht mit euch sein. Ist sie immer. Und der Kaffee neben mir. Haha. Okay. Wie befohlen. Ach, dass hier nicht mehr das Geld steht, ist nervig. 100.000. So, jetzt dürfte ich nichts mehr haben, ne? Ne. Ich will da Geld sammeln gehen. Spendet mir mal Geld. Ich hab eine Nachricht. Gibt's hier irgendwo einen Briefkasten? Vielleicht finde ich unterwegs einen. Ob die Kira das lustig findet, weil ich mit der Sif flirte die ganze Zeit? Ich wollte gerne ein ganzes Harem haben hier. Kasten? Was ist hier? Postfach, genau. Da. Oh, Geld, danke. Meine Rüstung aus. Nicht, dass ich hier wieder das Problem habe. Haltbarkeit 96% passt. Wie weit noch? Ach, noch ein ganzes Stück. Yay! In das Gebiet. Nice. Lass mich bitte. Sag mal. Ha! Nice. Sehe ich einen Datacron von hier aus? Da oben vielleicht.
Ha! Klatsch. War ich richtig? Ja, so einigermaßen. Aha, aha, aha. Hier, lass mich. Sehr schön. Und jetzt oben lang. Hey, was ist das denn? Okay. Okay, okay, okay. Riesen-Roshi-Oro-Vogel. Shane, und da sind die Türme. Und hier gibt es bestimmt wieder irgendwo noch einen Weltenboss. Für dein Follow, Heavenly Demon 21. Hoffentlich werden das nur Kollateralschäden. So den Hammer. Hier waren auch noch mehr. Da oben ist noch einer. Und da hinten. Okay. Ja, nix. Ohne Star Wars zocken. Und warten, bis der Tag zu Ende geht. Das ist aber auch noch einer. Welchen nehme ich denn jetzt? Ja, wir nehmen den da hinten. Ja, man kennt es genau. Keine Sorge. Alter! Da hoch müssen wir. Hä, zerstört. Ich hab doch die Türme. Um Dekodiermodule zu besorgen. Hä? Bin ich bescheuert? Krieg ich bei den Türmen jetzt noch irgendwas?
Lol, sag mir das doch einer. Eins. Nein, wow, ich war zu schnell. Mitnehmen. Der andere Turm müsste der da gewesen sein. So schnell stirbt niemand. Warte mal, Kira. Bisschen übereifrig hier, hä? So. Jetzt trotzdem da hoch? Jo. Da lang. Hi, bin der Neue, komm jetzt öfters. Dann greifst du mich ja an. Nö, nicht mit mir. Nett mit mir. Jo. Alles aufgedeckt. Nice, nice. Irgendwie vorbeischleichen? Das geht doch bestimmt. Guck mal, hör auf mich zu schlagen. Keine Erziehung genossen. Überhaupt richtig? Nö. So. Gute Arbeit. Ihr seid wirklich so verrückt und kommt hierher? Mhm. Ihr hättet weiter Touristen im Outer Rim überfallen sollen. Ey, ich hab Kinder. Ich bin verrückt. Natürlich. Hallo? Ihr habt eure letzten Sklaven verkauft. Nova Blade ist am Ende. Das werden wir ja sehen. Nova Blade hat die Räuberbucht gegründet. Wir waren schon lange vor euch hier und werden noch lange nach euch hier sein. Ich kann die Türen öffnen, aber es sieht aus, als würde Nova Blade ihre eigenen Hacker einsetzen, sodass ich keine echten Daten beschaffen kann. Ich kümmere mich um sie. Viel Glück. Was ist das? Kopfschutz. Ja, nee, brauche ich nicht. Kira, mitkommen. Wir gucken jetzt mal, wie stark die Gegner sind und je nachdem, wie stark wirst du auf Schaden gestellt. Versucht auch eine Verbindung für mich zu öffnen, damit ich mich reinhacken kann. Keine Sorge. Hallo? Kira, ich würde sagen, Schaden. So, sehr schön.
Oh, der hat Loot. Schade, nichts Verstecktes. Und mal hatten die hier Loot? Nö. Loot? Ja, Loot. Ich brauch Money. Money, Money, Money. Zuki. Mal gespannt. Nice. Hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ihr macht den größten Fehler eures Lebens. Nein. Ich habe Verbindungen. Ich auch. Positive und negative Verbindungen. In der Steckdose. Waren aber schnell down. Oh, ich bin gleich down, sehe ich. Ups. Na dann, meditieren wir mal kurz eine Runde. So. Du, was bist du für einer? Scheiße. Komm auf. Stirb mal bitte. Danke. Alter, und schon wieder Regen hier. Ringel, Ringel, Reihe. Ah, ich überlege gerade, ich müsste die Reihen theoretisch wirklich noch weiterhin auf Schaden lassen, damit wir hier durchrushen können. Ah, da ist... Süchen. Öffnen. Geht nicht. Wow. Dann nicht. Tank. Versuch doch mich zu finden. Na los! Ja, habt ihr so eine große Klappe? Wenn wir dich finden, holst du rum, wenn wir dich abschlachten werden. Och ja.
Kira macht schon. Schön, schön. Da hinten ist der letzte. Süchchen. Die Sicherheitsmaßnahmen sind deaktiviert. Das Netzwerk leider auch. Marburg muss es manuell abgeschaltet haben. Da lang? Nee. Hä? Nee. Hä? Auch wieder bis zum Anfang zurück, ernsthaft. Oh Mann. Sprinten hab. Ja, hab ich an. Da ist er doch. Ey, das sind doch die. Mein Chef. Von dem Planeten, von der Sternenschmiede. Dass ihr so einfach eindringen könnt und lebendig wieder herauskommt. Da waren wir doch als Vorletztes. Attacke! Gegen die Rakata oder wie die heißen? Genau, das sind sie doch. Alter, der hält was aus. Kira ist auf Heilung, gut. Kann es sein, dass wir erstmal die hier wegmachen müssen? Nö, okay. Eure Mord gehört mir! Nein, jetzt gehört sie mir. Doch, siehst du? Besiegt. So schnell ging das. Oh. Okay. Ich bin drin. Hier gibt es Dutzende von Comlog-Büchern. Hunderte. Ein Empfänger überall in der Galaxis. Coruscant, Drumuncas, Corellia. Die Namen sind alle verschlüsselt, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich den Code geknackt habe. Ich fange sofort an. Gut gemacht. Ihr solltet euch schnell auf den Rückweg machen. Trotz allem, was wir gehört haben, könnten die Revaniter jeden Moment auftauchen, um ihren Verbündeten zu helfen. Außerdem haben wir uns wohl eine kleine Feier verdient. Ja! Mit anschließendem Schnickschnack. Ich bin in Kürze zurück. Perfekt. Warum hat das gerade so ein komisches Geräusch gemacht? So, als ob sich das aufladet. Creepy. Süßchen Puppöchen. Dann einmal raus hier. Kira, kommst du mit? Ja, gut. Aha. 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 Kann ich mich da irgendwie hintippen? Das wäre schön. Ich möchte nicht noch weiter kämpfen hier. Hier hin? Ja.
Ich muss es einfach versuchen. Scheiße. Aber vielleicht von hier. Nein, nein, lass mich hoch. Ja, ich bin oben. Aber weiter höher geht's nicht. Scheiße. Oder? Warte mal. Jetzt bleib doch mal da drauf stehen. Nee, schade. Schade, schade. Nova Blade, wie? Es gehört viel Mut dazu, sich nach einer feurigen Tiefe. Kira, sorry, aber den Schnatter kann ich gerade nicht ertragen. Lass mich! Ich hab dir nichts getan! Nein, hör auf! Geh weg! Sehr schön. Ich hab einen abgelegenen Bereich gefunden? Hä? Verstehe ich nicht. Hier war ich doch schon. Was ist denn das da hinten? Moment, ich will ungern kämpfen jetzt. Scheiße. Ah, außerhalb der Map. Cool. Aber warum ist das hier ein abgelegener Bereich und hier gibt's einfach nichts? Gibt's hier wieder ein Begleiterei oder sowas? Das wäre geil. Ich will da hoch. Genau so. Sonst gibt's hier nichts. Okay. Hä? Ist ja aber voll sinnlos. Das Spiel wird sich schon was dabei denken. Wenn ich jetzt hier außen weiterfahre, müsste ich doch rein theoretisch und so das eigentlich nicht machen können. Da unten flackert was. Jetzt nicht mehr. Jetzt wieder. Jetzt nicht mehr. Ist das gewollt, dass ich sowas machen kann? Ich glaube bestimmt nicht. Naja. Immer wieder schön herauszufinden, was man hier alles machen kann. Chicken Wings! Ah, hier werde ich gleich wieder Damage kriegen. Ja, aber ich komme, kann doch hier und so. Hä? Da ist eine versteckte Kiste. Na, wenn das so ist, also da halt ich doch noch mal an. So schnell stirbt niemand. Ja, nö, ich werde doch nicht so schnell sterben, Kira. Also, ich weiß zwar, dass ich lebensmüde bin, aber nur.
mal trotzdem nochmal hier oben nach. Weil irgendeinen Sinn und Zweck muss es ja haben, dass man ja hier hochkommen kann, können, tut, ne? Nein! Uha! Da, wieder taufrisch. Alter! Okay! Diesen Sinn und Zweck hat's. Okay. Ja. Keine Sorge. Ich mache eine kurze Raucherpause und bin gleich wieder da.